Bischofshofen, 6.1. Abschlussspringen in der Vierschanzentournee. Wir beginnen mit dem Tagessieger Thomas Morgenstern. Tolle Geschichte gewesen heute. Was sagst du dazu? Meine Verehrung, Herr Fedori. War auf alle Fälle eine wunderbare Geschichte heute. Ich bin sehr stolz drauf und freue mich, neben unseren oder meinen Teamkollegen zu stehen und mit ihnen heute den Abend zu verbringen. Das freue ich mich übrigens auch. Kommen wir gleich zum Tourneesieger, Herr Gregor Schlierensauer. Bald einmal Geburtstag. Jetzt, zuerst einmal feiern wir diesen Tourneesieg. Bedeutet dir, und jetzt ganz im Ernst, ist es nicht viel wahrscheinlich? Ja, ist unglaublich, was da heute für mich passiert ist. Ich habe doch lang gekämpft für einen Tourneesieg und ja, es ist wie ein Traum, der was in Erfüllung gegangen ist. Und möchte mich auch bedanken, auch bei dir, Ernst. Du bist ja doch unser Chef, der was das alles managt. Und es ist richtig cool, in dem Team einen Teil dazu beitragen. Danke, Gregor. Kofler Andreas, Weltcup-Führender, hat richtig Gas gegeben beim ersten Sprung. Ich vermute mal, es war ums Eizoll zu viel, Andi. Yeah, thanks a lot for your compliments. It was quite difficult in the first round, but I think trotzdem zum Schluss gut ausgegangen. Ja, es war ein bisschen zu aggressiv, aber ist egal, es nutzt nichts, ich wollte attackieren und ja, ist ja trotzdem umso schöner, wenn drei Österreicher trotzdem am Stockholm stehen. Zeichnet die aus, Andreas. Schalalalala. Sieger aus. Wir kommen jetzt noch zum Cheftrainer Alexander Pointner. Großes Resümee. Vierschanzentournee, 60. Vierschanzentournee. Was soll man sagen? Ich kann nur sagen, es ist fantastisch, bei einem Einzelspringen drei so lachende Gesichter zu sehen. Also jeder hat sich einen Teil des Kuchens abgeschnitten. Und es gefällt mir auch, und das ist besonders wichtig, wenn der, der das Interview macht, also freundlich reinschaut und lachen kann, weil wenn die nicht so lachen, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und so war es mal, es hat alles funktioniert und dann kann man nur sagen, danke, danke Herr Nordischer Direktor für die tolle Unterstützung, für das tolle Umfeld, das wir uns bedienen können. Und jetzt darf ich sagen, freuen wir uns auf den Kulm. Der Huber wartet schon, war schon ganz nervös, aber ich glaube, er braucht keine Sorge haben, wir sind ganz gut in Form. Meine Damen und Herren, das war es hier aus Bischofshofen. Ein toller Tag geht zu Ende. Wir wünschen unseren Superadlern noch alles Gute für den Kulm. Wir verabschieden uns. Danke, meine Herren. Schalalalalala, so sehen Sie aus. Schalalalala, so sehen Sie aus.